Wenn man bedenkt, dass sie jedes Mal fotografiert wird, wenn sie aus dem Haus geht, ist es nur logisch, dass Kate Middleton hin und wieder einen Ausrutscher bei der Kleiderordnung begeht. Von mehrmaligen Tragen desselben Kleides bis hin zum Tragen von kurzen Shorts für wohltätige Zwecke. Wir zeigen euch einige der unpassenden Outfits, die Kate Middleton je getragen hat. Fast jede Prinzessin hat ein ikonisches Kleid und Kate Middleton hat ihr fliederfarbenes. An dem Kleid ist nichts Unangemessenes, denn es hat einen schlichten Saum, schmeichelhafte Raffungen und einen romantischen Farbton. Die Tatsache, dass Middleton es bei mehreren öffentlichen Anlässen getragen hat, verstößt jedoch gegen eine unausgesprochene Moderegel, die sowohl für Royals als auch für Prominente gilt. Laut Elle trug die Herzogin ihr lilafarbenes Kleid zum ersten Mal 2011 bei einer Veranstaltung in Kalifornien und dann noch einmal 2012 beim Empfang der britischen Creative Industries. Bei ihrer Australienreise 2014 trug sie dasselbe Kleid sogar in einem schlichten Beige-Ton. Hat sich Middletons Besessenheit von dem Kleid auf dessen Verkauf ausgewirkt? Great question. I don't think that you can go wrong with the Duchess of Cambridge, who always looks impeccable. 2012 besuchten Kate Middleton und ihr Ehemann die Salomon-Inseln. Und bei diesem Besuch trug Middleton ein Kleid, das aus den falschen Gründen Schlagzeilen machte. Was war falsch daran? Es war nicht zu kurz, nicht zu freizügig und auch nicht unvorteilhaft. Es war nur ein einfaches Sommerkleid, das in einem anderen Land hergestellt wurde. Der Herzog und die Herzogin sollten für die Veranstaltung handgefertigte traditionelle Kleidung von den Salomon-Inseln tragen. Aber laut der Daily Mail legte ein Helfer versehentlich ein Kleid aus, das auf den Cook-Inseln hergestellt wurde. Der Fehler, der als eines der unpassendsten königlichen Outfits bekannt wurde, sorgte auf den Salomon-Inseln für Aufruhr und veranlasste die Regierung des kleinen Landes zu einer scharf formulierten Erklärung, in der sie ihr Missfallen zum Ausdruck brachte. Daraufhin erklärte ein Sprecher der britischen Regierung, die Herzogin trug das Kleid, weil sie glaubte, dass es von der Regierung der Salomon-Inseln stammte und weil sie es für eine angemessene Geste hielt. Hätte sie gewusst, dass es von den Cook-Inseln stammt, hätte sie es nicht getragen und sie fühlte sich schlecht wegen der Verwechslung. Wie kann man vermeiden, gegen die Regeln zu verstoßen, wenn sich die Regeln ständig ändern? Kate Middleton wurde bei einer Veranstaltung im Jahr 2016 zum Opfer der sich ständig ändernden Regeln. Sie trug ein maßgeschneidertes Kleid von Catherine Walker zum 90. Geburtstag der Königin in der St. Paul's Cathedral in London. Es handelte sich um ein puderblaues Kleid mit elfenbeinfarbener Spitze auf der Vorderseite. Obwohl es mit langen Ärmeln und einem hohen Ausschnitt schmeichelhaft und bescheiden war und mit einem weißen Hut kombiniert wurde, ließ das Kleid Middletons Knie frei. Oh Schreck! Warum sind Knie so schrecklich anzuschauen? Die Königin selbst hat Berichten zufolge im Winter 2014 eine neue Regel für längere Saumabschlüsse in Kraft gesetzt. Laut der Daily Mail ordnete die Königin an, dass Middleton für die Reise nach Australien im Sommer Tageskleider mit niedrigem Saum und sorgfältig ausgewählten Juwelen aus der persönlichen Sammlung ihrer Majestät einpacken sollte. Offenbar blieb es bei der Anweisung mit dem längeren Saum, aber hoffentlich auch bei den Juwelen der königlichen Familie, wenn es um Kate geht. Wie jeder Mensch, der ein Kleid trägt, bestätigen kann, ist der Wind manchmal nicht dein Freund. Zum Unglück für Kate Middleton war ein Fotograf zur Stelle, als der Wind ihr Kleid auf den Kopf stellte. Middleton und ihr Ehemann besuchten 2014 im Rahmen einer königlichen Tournee Australien und legten in den wunderschönen Blue Mountains einen Fotostopp ein. Zu diesem Zeitpunkt wehte laut news.com.au ein Windstoß aus einem aufsteigenden Hubschrauber Middletons Kleid hoch und entblößte ihren, königlichen Hintern. Glücklicherweise weigerten sich die britischen und australischen Nachrichtenagenturen, die Bilder von Kate und ihrem peinlichen Moment zu veröffentlichen. Unglücklicherweise schafften es die Fotos nach Deutschland, wo eine deutsche Boulevardzeitung sie mit der Bildunterschrift veröffentlichte. Fotos zeigen unsere Lieblingsherzogin Kate, 32, in den australischen Blue Mountains. Die Rotorblätter des königlichen Hubschraubers verwirbelten die Luft, sodass Kates Sommerkleid aufweht und den Blick auf ihren schönen Po freigibt. Nicht cool, Deutschland, nicht cool. Auch wenn es sich so anfühlt, als wäre Kate Middleton schon immer ein Royal gewesen, gab es eine Zeit, bevor sie die Herzogin von Cambridge war. Im Jahr 2002 trat Middleton bei der Don't Walk Wohltätigkeitsmodenschau auf und trug ein durchsichtiges Designerkleid von Charlotte Todd. Das körpernahe, nylonartige Kleid enthielt nur einen schwarzen BH und Unterwäsche. Definitiv nicht für den Palast geeignet. Ihren zukünftigen Ehemann Prinz William schien das nicht zu stören. Er saß während der Modenschau in der ersten Reihe. Als sie 2010 über ihre Beziehung sprachen, sagte er zu ABC News, "Als ich Kate zum ersten Mal traf, wusste ich, dass sie etwas ganz Besonderes an sich hatte. Ich wusste, dass es da etwas gibt, das ich erforschen wollte."
Hatte ihr durchsichtiges Kleid etwas mit der Verliebtheit des Prinzen zu tun? Wer weiß das schon so genau, aber geschadet hat es sicher nicht. Für uns Durchschnittsmenschen ist es zum Glück kein Weltuntergang, wenn wir ein wenig Nagellack vergessen. Aber Kate Middleton ist kein normaler Mensch. Sie besuchte Indien mit Prinz William im April 2016. Wie The Daily Mail berichtet, zog Middleton ihre Schuhe aus, wie es in Indien üblich ist, und entblößte ihre ungepflegten Füße. Die Füße der Herzogin sorgten für Aufsehen. Denn die Royals sind dafür bekannt, dass sie nie ein Haar oder ein Nagel an der falschen Stelle haben. Der Vorfall stellte auch Middletons Fußgesundheit in Frage. Ein Podologe in Carnation Foot Care sagte der Daily Mail, es sieht so aus, als gäbe es eine Reibung oder sogar den Beginn eines Hühnerauges an der kleinen Zehe. Man kann auch sehen, dass der vierte oder fünfte Zeh zur Fußmitte hin abweicht. Er erklärte weiter, dass das Problem häufig bei Frauen auftritt, die häufig hohe Absätze tragen, so wie Middleton. Laut der königlichen Kleiderordnung, wie BBC News berichtet, trägt die Königin leuchtende Farben, um sicherzustellen, dass sie auch in einer Menschenmenge auffällt. Aber was passiert, wenn ein anderes Mitglied der königlichen Familie ebenfalls in einer kräftigen Farbe auftaucht? Kate Middleton erfuhr dies am eigenen Leib, nachdem sie zum Diamantenthronjubiläum der Königin im Jahr 2012 ein knallrotes Kleid trug. I think too, the hat makes it hers, and it makes it like, who else could pull off wearing this hat with this dress except for her? Obwohl Middleton umwerfend aussah, zumal sie den Look mit einem roten Hut und einem Schottenschal vervollständigte, waren die Leute nicht erfreut, dass sie ihr die Show stahlen. Die Daily Mail berichtete ihr Outfit als unangemessen. Und damit haben sie vielleicht sogar recht. Es scheint keine gute Idee zu sein, die Königin in den Schatten zu stellen. Immerhin ist sie die Königin. Es ist schwer vorstellbar, dass es eine Zeit ohne Skinny Jeans gab. Doch für Kate Middleton könnten die hautengen Hosen für immer der Vergangenheit angehören. Die Herzogin von Cambridge hat nämlich eine Vorliebe für Röhrenjeans, die sie scheinbar bei jeder Gelegenheit zu lässigen Anlässen trägt. Ihr Hang zu Röhrenjeans wurde von der Daily Mail sogar als Grund dafür angeführt, dass britische Forscher sich Sorgen über mögliche Kreislaufkomplikationen durch das häufige Tragen enger Hosen machen. Aber was besagt die königliche Kleiderordnung über hautenge Jeans? Als Freizeitkleidung tragen Damen am besten ein Kleid, einen Rock oder eine maßgeschneiderte Hose, kombiniert mit einer Strickjacke oder einer Jacke. Diana Mather von der Benimmberatung The English Manner sagt dazu, an vielen Orten sind Jeans nicht erlaubt, da sie immer noch als sehr legere Kleidung angesehen werden. Also ist es besser, für beide Geschlechter auf Nummer sicher zu gehen. Es scheint, als hätten wir Kate Middleton Skinny Jeans zum letzten Mal gesehen. Dressing down doesn't mean schlubby, especially for Kate. This is about keeping it elevated, keeping it classic, but still being relaxed. Kate Middleton sieht man selten in etwas anderem als zeitloser, schicker und eleganter Kleidung. Es sei denn, sie trägt neonfarbene kurze Shorts. Im Jahr 2008, noch bevor sie offiziell ein Royal war, half Middleton bei der Organisation einer Wohltätigkeitsveranstaltung. Die Veranstaltung war aus zwei Gründen ein Erfolg. Erstens kamen $200.000 für eine Station eines Kinderkrankenhauses zusammen. Und zweitens wurde die Welt mit Fotos der zukünftigen Herzogin in gelben Hotpants, einem glitzernden grünen Halstertop, pinken Beinstulpen und pinken Rollschuhen versorgt. Während sie sich in der Disco austobte, arbeitete Prinz William als Hubschrauber-Such- und Rettungspilot und überließ es Kate, sich zu amüsieren und auch noch Geld zu machen. Die Daily Mail bezeichnete ihren Disco-Look als unelegant und berichtete, dass Quellen aus dem Buckingham Palace entsetzt über ihren höchst unladylikes Auftreten waren. Es gibt zwar eine strenge Kleiderordnung, auch für zwanglose Situationen, aber wir finden, dass einer von Middletons alten Freunden es am besten ausgedrückt hat, als er laut Daily Mail sagte, was soll sie denn tun, jeden Abend zu Hause sitzen und fernsehen, nur weil ihr Prinz nicht da ist? Eine königliche Last ist, dass man viel Zeit in Stöckelschuhen verbringen muss. Autsch! Kate Middleton scheint jedoch eine Lösung gefunden zu haben, und zwar in Form von schicken Keilabsätzen. Zum Beispiel auf ihrer Tour durch Australien und Neuseeland im Frühjahr 2014. Es gab kaum einen Tag, an dem Middleton nicht in Wedges herumlief. Sie schien vor allem ein schickes Paar zu bevorzugen, denn sie trug es während der Tournee mehrmals. Aber Middletons geliebte Wedges sind verschwunden und ihre Majestät die Königin könnte etwas damit zu tun haben. Wie Vanity Fair im Jahr 2015 berichtete, sagte eine königliche Quelle, die Königin ist kein Fan von Keilschuhen, sie mag sie wirklich nicht und das ist unter den Frauen in der Familie allgemein bekannt. Was die Königin will, bekommt die Königin. Middleton hat ihr Schuhwerk gegen zeitlose und dennoch einigermaßen bequeme Pumps mit niedrigen Absätzen ausgetauscht.
Während Frauen in Männerkleidung gerade sehr in sind, ist es für Royals wie Kate Middleton ein großes Tabu. Die Herzogin von Cambridge verstieß gegen die königliche Kleiderordnung, als sie im Oktober 2020 zu einem Treffen mit den Finalisten ihres Hold Still-Fotoprojekts eine Hose trug, wie Elle berichtete. Middleton trug eine maßgeschneiderte schwarze Hose, die sie mit einem weißen Oberteil, einem knallroten Mantel, vernünftigen Absätzen und natürlich einer Maske ergänzte. Und es ist nicht das erste Mal, dass sie eine Hose anstelle eines Rocks trägt. Middleton trug eine solche auch bei einem Interview mit einem britischen Sender anlässlich der Pride of Britain Awards in London, sowie einen rosa Anzug bei einem Auftritt mit Prinz William. Auch ihre Schwägerin Meghan Markle ist bekannt dafür, dass sie Hosen und Hosenanzüge bevorzugt. So schick diese Hosen auch sein mögen, sie stehen im Widerspruch zu den königlichen Kleidervorschriften von Queen Elizabeth. In einem People-Artikel von 2018 wurde eine königliche Quelle zu dem Hosenproblem befragt. Die Quelle enthüllte das: Die Königin zieht Frauen in Kleidern oder Röcken dem Hosenanzug vor. Niemand kann behaupten, dass Kate Middleton in ihrem Hochzeitskleid, das zu den teuersten Kleidern gehörte, die sie je getragen hat, nicht umwerfend, elegant und definitiv königlich aussah. Im Jahr 2016 kam jedoch ein sehr unköniglicher Skandal um das berühmte Alexander McQueen Brautkleid ans Licht. Die Sunday Times berichtete, dass eine andere Brautdesignerin namens Christine Kendall 2016 beim Londoner Intellectual Property Enterprises Court eine Klage gegen Verletzung des Urheberrechts einreichte. In der Klage wurde behauptet, dass Kendalls Entwürfe von Alexander McQueen in unlauter Weise übernommen und kopiert wurden, um Middletons Kleid herzustellen. Eine Sprecherin von Alexander McQueen reagierte auf die Anschuldigung mit den Worten, dass diese Unsinn seien und dass der verantwortliche McQueen-Designer das Kleid entworfen hatte. Wir haben nie irgendwelche Entwürfe oder Skizzen von Frau Kendall gesehen und wussten nicht einmal etwas von Frau Kendall, bevor sie sich mit uns in Verbindung setzte, etwa 13 Monate nach der Hochzeit. Wir wissen nicht, warum Frau Kendall dies weiter angesprochen hat, aber es gibt kein Wenn, Aber oder Vielleicht. Diese Behauptung ist lächerlich. Trotz des Dramas hat Kate Middleton weiterhin mit Stolz Alexander McQueen-Stücke getragen. Nach königlichen Maßstäben angemessen zu bleiben ist wie ein Drahtseilakt. Man muss das perfekte Gleichgewicht finden, ohne zu weit in die eine oder andere Richtung zu fallen, wie es Kate Middleton tat, als sie und Prinz William nach Indien reisten. Normalerweise werden Middletons Outfits in Frage gestellt, weil sie zu freizügig, zu modern oder zu leger waren. Aber ihre Kleidung in Indien wurde als das Gegenteil kritisiert, zu langweilig. Wie der Independent berichtet, waren die königlichen Fans sehr enttäuscht von Middletons Garderobe während ihrer Reise. Sie hofften auf einen farbenfrohen, lustigen und anderweitig unterhaltsamen Stil. Aber was sie bekamen, waren Outfits, die als trist, ohne Pfiff und schäbig beschrieben wurden. Die arme Kate kann einfach nicht gewinnen.